wrong. Oh, scheiße. Neuen Motor gekauft bei Langtuning, komplett neu aufgebaut, alles umgebaut. Was man so macht, ne? Wir kommen aus Apolda. Apolda, extra hierher. 500 Kilometer bisher gefahren, ja. Und machst du zum ersten Mal hiermit oder? Erstes Mal, ja. In Demmin? Ja, erstes Mal. Und welche Klasse fährst du? Open. Open. Was hast du da dran gemacht? Naja, veränderte Gabel. Und ein Zylinder verändert. Und hier ein großes Drittel. Ja, hoffen wir mal, dass wir was reißen. Wir haben jetzt hier nochmal, weil er Schaltprobleme hatte, einen Ziehkeil getauscht. Wir haben die Schaltung nochmal komplett neu eingestellt, die Kupplung nochmal kontrolliert und jetzt funktioniert alles. Gott sei Dank. Meine Nerven liegen blank. Volle Schutzkleidung auch an. Ja, muss. 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 Ist nicht Pflicht, aber es ist dein. Ist nicht Pflicht, aber meine Gesundheit ist mir wichtig. Ja. Brustpanzer, Ellenbogenschoner, Knieschoner und Schiebel. Eierschoner haben wir noch nicht. Die kommen erst nächstes Jahr. Wir sind der Düse 100 Club aus Grabo. Und da schrauben wir dann so mit unseren ganzen Jungs zusammen an den Kisten rum. Ja. Just for fun, ne? Wir haben jetzt extra Schutzbleche aus Carbon für das Moped gekauft, um möglichst Gewicht zu sparen. Das ist ja doch ein wichtiger Grund hierbei, aber letztendlich kommt doch das fahrerische Können drauf an. Ne? Bloß wenn man jetzt schon die Konkurrenz anguckt in der 60er-Klasse, ist man ja auch schon ganz schön begeistert, was die schon leisten. Mhm. Ne? Deshalb bin ich gespannt, was jetzt in der Open kommt. Ja, Helm auf und los geht's, ne? Aber ich sehe doch, bei dir guckt doch ein Schlauch aus dem Hals raus. Das war unterwegs, im Grenzen unter dem Helm. Bei 2 Stunden, das ist doch ein bisschen lange. Da brauchen wir schon mal was zu trinken zwischendurch. Ist da ein Dope drin oder was? Nein, nur Wasser. Wasser mit Apfel. Aus Thüringen. Gutes Apolda Bier haben wir drin. Bier gibt es erst heute Abend. Was haben wir noch gemacht? Anhängerkündigung dran für die Simson Anhänger WM. Mhm. Auch wenn ihr nicht davon gehört habt, müsst ihr mal reingucken. simsonanhängerwm.de. Ja. Ja. Ja, die Reißleine ist dazu da, falls man sich mal wirklich abpackt und dass es sofort ausgeht. Kamen nicht viele, ne? Nee, kamen nicht viele. In Berlin war ich zwar oft zum Boxen früher, aber das ist das zweite Mal beim Moped dran dabei. Absoluter Hammer. Michael Tim ist mein Name. Dann gibt's eine, ich sag euch deine Zeit an, 10 Sekunden, dann gibt's einen Knall. Es darf jetzt nur einer das Moped festhalten und auch nicht früher ankicken. Also ihr als Fahrer müsst ihr ankicken, sonst brechen wir das Rennen wieder ab. Also das, was eben gelaufen ist, das war nicht in Ordnung, war auch nicht fair. Deswegen die Mopeds müssen aus sein, ihr als Fahrer kickt sie an. Und du fährst hier mit, wie alt bist du? Ich werde jetzt 69. 69, da fährst du hier mit? Ja. So lange wie es noch geht, machen wir es noch. Wow. Wird das ja wieder das beste Video von dem Jahr? Auf jeden Fall. Erwärmung ist wichtig, ne? Noch eine Minute. 5.
Gratulation. Dankeschön. Ragi, du bist mein Held. Oh, Gratulation, natürlich der Mechaniker. Alles Gute. Ich bin mein eigener Held.